Heute stelle ich euch die Technik von meinem neuen Aquariumprojekt vor und auch eine neue chemische CO2-Anlage. Willkommen, mein Name ist Bachi und heute starten wir mit einem neuen Aquariumprojekt beziehungsweise fangen wir an mit der Technik von meinem nächsten 45p-Layout. Wie man schon vielleicht sehen kann, ich habe hier einige Sachen von Acca und Microbliff, die supporten mich wieder bei dem Video, also vielen Dank dafür. Ich benutze die ganzen Produkte von Acca schon ziemlich lange und heute stelle ich euch auch noch die neue CO2-Anlage vor. Das Aquarium selbst ist ein Liquid Garden 45p, ein Weißglas-Aquarium. Das 45 steht für die Breite, also 45 cm breit, 30 tief und 30 hoch, das sind so circa 40 Liter. Und das P steht für Pool, also für die Bauart, also ein Aquarium, was komplett offen ist, ohne Streben. Das Ganze steht auf einem Liquid Garden Premium Cabinet, das ist ein sehr hochwertig verarbeiteter Unterschrank, von Tischler gefertigt, mit höhenverstellbaren Füßen, was ich immer richtig gut bei Aquarienunterschränke finde, weil oft sind die Böden nicht ganz gerade und das Aquarium sollte ziemlich gerade in Waage stehen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das vorher schaut, bevor man das Aquarium befüllt, dass es wirklich gerade steht. Danach hat der Push to Open, also man drückt einfach drauf und er geht auf und es hat Soft Close, also wenn die Tür mal zufällt, dann macht es keinen Knall, sondern sie geht ganz langsam zu und ist halt wirklich sehr hochwertig verarbeitet, also komplett lackiert, auch von innen, also echt ein sehr schöner und hochwertiger Unterschrank. Für mich ist die ganze Optik auch sehr wichtig von Aquarium, also dass das Ganze hier in meinem Raum ganz gut ausschaut und das ist mit dem Setup einfach perfekt. Zwischen Aquarium und Unterschrank habe ich dann noch eine Unterlagmatte, in dem Fall die von ADA, das ist eine richtig feste Kautschukmatte. Es gibt ja viele so Unterlagmatten, die ziemlich dünn sind und sich ziemlich zusammendrücken lassen, die können nicht so wirklich was ausgleichen, da würde ich euch schon eine hochwertigere empfehlen, zum Beispiel die von ADA, die ist halt aus Kautschuk und lässt sich nicht so zusammendrücken und gleicht halt irgendwelche Unebenheiten nochmal aus. Die Aquariumrückwand habe ich foliert mit einer Milchglasfolie, dazu habe ich hier mal ein Video gemacht, wo ich die ADA und so eine Baumarktfolie vergleiche. Das ist jetzt die Baumarktfolie und ich kann schon mal sagen, ich finde die auch richtig schön und kann man auf jeden Fall auch verwenden. Das Aquarium war ja schon mal eingerichtet, deshalb habe ich die Folie noch drauf gelassen und werde das auch einfach mit der Folie wieder einrichten. Dann zur Beleuchtung, das ist die TwinStar S45, also 45 cm, das Flaggschiff-Modell von TwinStar, also das Premium-Modell, eine richtig schöne Lampe, vor allem das Design gefällt mir auch richtig gut. Das ist jetzt die TwinStar SM, also das M steht für die Bauart für Metal, also für die Metallfüße. Gibt es dann auch in Adjustable, also mit ausziehbaren Füßen und dann nochmal im Pendant, also für eine Hängevariante. Ist ein bisschen schade bei TwinStar, dass man das im Nachhinein nicht anpassen kann, sondern dass man sich vorher entscheiden muss, was für eine Bauform man jetzt haben möchte. Aber ich finde vor allem die Metallfüße bei der Lampe richtig schön und das ist ein Grund, warum ich die Lampe bei mir sehr gern benutze. Ich habe sie ja hier bei den 45p und auch bei den 60p und mir gefällt das Licht richtig gut bei der Lampe. Also das ist Geschmackssache. Ein Nachteil bei der Lampe ist, dass sie keine App-Steuerung hat, also man kann sie nicht steuern. Es gibt mittlerweile einen TwinStar Dimmer, da kann man einstellen, wie lange die Lampe leuchten soll, 6, 8 oder 10 Stunden. Dann hat sie auch noch so einen 10 Minuten Sonnenauf- und Sonnenuntergang und man kann sie auch noch dimmen. Also ziemlich basic. Ich finde aber, das reicht vollkommen. Ich will meine Lampen gar nicht unbedingt steuern können, dass ich irgendwas einstellen kann. Ich habe das bei ein paar Lampen und benutze es da gar nicht. Ist aber Geschmackssache, wenn man das möchte, dann ist es auf jeden Fall ein Nachteil bei der Lampe. Dann kommen wir zur Filterung. Ich habe hier wieder einen Außenfilter, finde ich auf jeden Fall viel besser. Man hat nichts im Aquarium und es schaut einfach besser aus. Man hat mehr Filtervolumen. Ich habe hier den JBL E402. Der passt, finde ich, perfekt für so einen 45p. Der macht so ca. 400 Liter, so zu 40 Liter, ca. das 10-fache vom Filtervolumen. Meistens stimmt das ja eh nicht, was auf dem Filter draufsteht. Also passt das für so einen 45p richtig gut. Ich habe dann noch Glasen und Auslässe von Aquaribel und noch einen transparenten Schlauch von Acca, der ist jetzt mittlerweile auch neu, ein PVC-Schlauch. Der ist von der Flexibilität ähnlich wie der Shihiros und auch komplett transparent, ohne Aufschrift. Den Filter habe ich dann noch bestückt mit CK Matrix, etwa 500 Gramm und einen Filterschwamm. Einen Heizstab benutze ich bei dem Aquarium nicht. Ich habe bei mir den Raum immer geheizt, dass ich immer so mindestens 23 Grad in den Aquarien habe. Und das ist für die Tiere, was ich hier halte, kein Problem. Deshalb habe ich bei mir mein Aquarium nicht separat geheizt. Sollte man dann aber auf jeden Fall schauen, was für Fische man hat, ob man eine Heizung braucht oder nicht und wie hoch die Raumtemperatur ist und wie viel Grad das Aquarium hat. Ich versuche aber mein Aquarium immer so bei so 24 Grad zu halten, gar nicht viel mehr, wenn es halt mit den Fischen passt. Da läuft das Aquarium einfach ein bisschen stabiler. Wenn das Wasser wärmer ist, dann funktioniert alles immer ein bisschen schneller. Pflanzen wachsen schneller, Fische arbeiten schneller und das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Ich habe es lieber, wenn alles ein bisschen langsamer wächst und ich nicht so häufig zurückschneiden muss. Dann benutze ich hier natürlich auch noch einen Skimmer, damit die Oberfläche schön ist. Ich benutze da den Eheim Skim 350, glaube ich, war das. Und der
funktioniert für mich einfach am besten. Ist nicht der allerschönste Skimmer. Ich habe dann noch zusätzlich den Liquid Garden Skim Guard, damit keine kleinen Fische oder Garnelen angesaugt werden. Und der läuft bei mir dann durchgehend. Ich versuche den manchmal zu verstecken, wenn es das Layer zulässt. Ansonsten ist der auch bei mir vorne. Finde ich jetzt nicht so schlimm, ist auch wieder Geschmackssache. Aber mir ist lieber, dass die Oberfläche schön sauber ist und es einfach zuverlässiger funktioniert und nicht immer wieder mal Luft saugt. Und das funktioniert einfach bei den Eheim Skimmer, finde ich am besten. Dann werde ich hier auch noch einen Twinster Sterilisator verbauen, den M5. Der reduziert die Keimdichte und die Algensporen im Aquarium. Ist auf jeden Fall ein gutes Hilfsmittel, was ich mittlerweile sehr gerne in meinem Aquarium verwende. Gibt ja mittlerweile auch schon einige Videos zu, dass der wirklich sinnvoll ist und was hilft. Man braucht ihn aber nicht unbedingt. Ein Aquarium kann auch ohne Twinster richtig schön ausschauen und gut funktionieren. Es kann aber auch mit Twinster voller Algen sein und nicht gut funktionieren, weil das natürlich nur so ein kleiner Punkt ist, was das Aquarium verbessert. Ansonsten noch ein kleiner Spoiler auf das Layout. Ich muss sagen, ich habe noch gar nicht so genau eine Idee. Ich habe eine Box voll Mini-Landschaft von AK mit mehreren Steinen, so ca. 10 Kilo. Ich habe dann aber noch einiges an Mini-Landschaft hier. Also wird ein Aquarium mit Mini-Landschaft werden. Und es wird für Garnelen sein, also für Neocaridina, wahrscheinlich die Sakura, also die roten Garnelen. Weil ich das ganz cool finde, mal wieder so ein ganz klassisches Aquarium zu machen. Also Mini-Landschaft ist es so einer der beliebtesten Steine, den ich eigentlich gar nicht mehr so gern verwende, weil er das Wasser ziemlich aufhärtet. Aber ich denke, da kann ich schon was Cooles draus bauen und ich habe ja auch aus Bosewasser, das ist dann nicht so schlimm. Und die roten Garnelen sind ja auch der komplette Klassiker in Aquascaping, deshalb werden die hier reinkommen. Für Fische ist das Aquarium ja eher ein bisschen zu klein, deshalb kommen nur Garnelen rein. Was das Layout angeht, muss ich sagen, habe ich noch keine genaue Idee. Ich habe die Steine schon grob angeschaut. Dazu kommen wir aber im nächsten Video, da werden wir das ganze Aquarium einrichten und dann während dem Video werde ich versuchen, das Layout zu bauen und mal schauen, was es dann wird. Eine Sache fehlt jetzt noch, die steht jetzt auch schon hinter mir, und zwar das CO2. AK hat eine chemische CO2-Anlage rausgebracht, also das MyScape CO2-System, also ein komplettes Set, wo alles dabei ist, wo man sich das CO2 selber anmischen kann. Ich habe die von AK zur Verfügung gestellt bekommen, also danke dafür. Und ich wollte jetzt kein extra explizites Video zu machen, weil es ja eh schon einige gibt. Aber ich würde sagen, wir backen die trotzdem mal gemeinsam aus und befüllen die Anlage. Dann backen wir das Ganze mal aus, also neben der Tatsache, dass man sie selbst wieder befüllen kann, weil sie eine chemische CO2-Anlage ist. Also da haben wir auch schon die ersten Pulver dafür. Ist es auch eine richtig schöne Anlage aus Edelstahl. Also wenn man jetzt irgendwie ein offenes Setup hat mit offenem Schrank oder irgendwie wo die CO2-Anlage daneben stehen muss, also neben dem Aquarium, ist es eine richtig coole Sache. In meinem Fall ist es nicht so, aber trotzdem cool, wenn sie schön ausschaut. AK hat ja das Ganze nicht erfunden, es gibt ja schon ähnliche Anlagen von anderen Anbietern oder eher nicht so seriösen Anbietern hauptsächlich. Irgendwo im Internet. Und bei AK ist der große Vorteil, man hat eine große deutsche Firma, die das Ganze in Umlauf bringt und das Ganze überprüft und man hat einen Ansprechpartner, falls irgendwas nicht passt. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, vor allem bei so einem Druckluftbehälter, wo ziemlich viel Druck dann drauf ist, ist es ja auch eine wichtige Sache, dass das Ganze sicher funktioniert. Ich sitze ja bei Liquid Nature so mehr oder weniger an der Quelle für CO2-Flaschen und oft ist es trotzdem so, dass es dann meistens am Samstagabend oder kurz nachdem ich bei Liquid Nature passiert, dass eine CO2-Flasche leer ist und mittlerweile fahre ich meistens mit dem Zug nach Wien in den Laden und dann ist es auch immer ein bisschen nervig, da eine 2-Kilo-Flasche mitzuschleppen. Deshalb finde ich das auch eine gute Lösung, auch wenn ich immer wieder im Laden bin und eigentlich oft die Flasche tauschen kann, habe ich da manchmal nicht so Lust drauf und bin ganz froh, dass ich jetzt für das eine Aquarium so eine Lösung habe. Für die anderen habe ich weiterhin eine 2-Kilo Mehrwegflasche. Wenn man eine Anbindung hat und den Shop in der Nähe hat und oft hinkommt und die Flasche tauschen kann, ist es, denke ich, trotzdem eine bessere Lösung, eine Mehrweg-CO2-Anlage zu haben. Aber wenn man halt keine gute Anbindung hat an irgendeinen Shop, wo man das Ganze befüllen kann oder tauschen kann, ist es eine richtig gute Lösung. Das Ganze wird befüllt mit zum einen Zitronensäure und Natrium. Es gibt auch schon Videos, wo genau erklärt wird, wie das funktioniert. Ich will da gar nicht so drauf eingehen. Die zwei Chemikalien reagieren dann miteinander in Kombination mit Wasser und dadurch entsteht dann das CO2. Es gibt davon auch dann die Refill Sets. Das sind dann zwei so Dosen, wo dann auch die Beutel drinnen sind. Man kann natürlich auch Natron und die Zitronensäure woanders kaufen in größeren Mengen. Muss dann aber halt wirklich darauf achten, dass es ein sehr hochwertiges Natron und Zitronensäure ist, dass es nicht irgendwie verunreinigt ist oder mit irgendwelchen anderen Stoffen versetzt ist, weil dann gibt natürlich AK keine Garantie mehr drauf. Also würde ich euch empfehlen, die Nachfüllsets vom AK zu verwenden. Ich habe hier jetzt die 3,7 Liter Anlage, die kostet so 250 Euro circa, glaube ich, war das. Ich werde es euch einblenden. Da kostet jetzt das Nachfüllset 15 Euro und hat jeweils 600 Gramm. Und für die kleinere Anlage hat man 400 Gramm und da kostet das Ganze 10 Euro. Hier ist noch eine Anleitung, sollte man sich auf jeden Fall durchlesen. Ich habe das Ganze jetzt schon alles angeschaut. Und dann haben wir hier auch den Zylinder, also die
den Druckbehälter, die auch alle vorher getestet werden, dass sie wirklich dicht sind. Dann haben wir hier den Druckregler, da ist auch noch so eine Abdeckung drauf, damit kein Schmutz reinkommt. Dann haben wir hier so einen Filter mit so Trocknungsperlen, die sind ganz wichtig, dass man die immer trocken hält und kontrolliert, wenn man die auffüllt wieder, dass die auch wirklich trocken sind. Den schraubt man einfach hier drauf. Und es sind auch Ersatztrocknungsperlen dabei. Wenn die mal nass sind, dann kann man die einfach trocknen lassen und in der Zwischenzeit die Ersatztrocknungsperlen reingeben. Wenn man das Ganze befüllt, sollte man sich erstmal alles vorbereiten, damit man es auch wirklich gleich zuschrauben kann. Das werde ich auch gleich machen. Hier hat man einmal ein Netzteil und noch ein Kabel. Das Kabel kommt zu dem Magnetschalter, das ist ein Niederspannungsmagnetschalter, der nicht zu heiß wird. Ist auf jeden Fall viel besser als irgendwie die ganz günstigen, die einfach mit normalem Strom angeschlossen sind, ohne so ein Netzteil. Die werden dann immer ziemlich heiß, das passiert bei denen nicht. Und hier hat man auch noch einen Blasenzähler, den man mit so einem Quickfitting hier einfach draufsteckt und dann ist das fest. Finde ich ganz praktisch, weil wenn da Schlauch drauf ist, kann man das einfach lösen, dann runterschrauben und wieder mal Wasser nachfüllen. Weil oft ist es so, dass das Wasser mit der Zeit aus dem Blasenzähler rauskommt und dann muss man das immer aufdrehen und dann dreht sich der Schlauch und das ist immer ein bisschen nervig. Deshalb finde ich das richtig praktisch. Dann haben wir hier einen CO2-Schlauch, einen druckfesten. Ist leider nicht komplett transparent, da ist leider ein bisschen Aufschrift drauf. Das finde ich nicht so gut, das ist ein Punkt, den Anker noch ein bisschen nachbessern sollte, weil das immer ein bisschen störend ist, wenn das nicht im Aquarium ist und dann ist so eine schwarze Aufschrift auf den Schlauch drauf. Dann haben wir hier einen Trichter zum Einfüllen von allen. Ist auch wichtig, dass man halt die Sachen gut einfüllen kann, damit nichts daneben geht. Dann haben wir hier noch einen Glasdiffusor. Der funktioniert echt gut. Ich war am Anfang nicht so ganz überzeugt, aber schaut auch gar nicht so schlecht aus und macht echt feine Blasen. Dann haben wir hier einen Rückschlagventil und so Saugnäpfe mit so Clips. Und hier haben wir einen Schraubenzieher und noch so Ersatzteile, Trocknungsperlen, Dichtungen sind ganz praktisch, weil die halten ja nicht ewig. Ist ganz gut, wenn die schon dabei sind. Dann würde ich sagen, befüllen wir das Ganze gleich mal. Die Zitronensäure und das Natron kann man einfach einfüllen, ist egal welche Reihenfolge. So, das ganze Pulver ist drinnen. Jetzt habe ich noch 900 ml Wasser. Da ist ganz wichtig, dass ihr wirklich auf die Mengen achtet. Also nicht zu wenig und nicht zu viel anfüllen, damit das wirklich gut funktioniert und das richtige Ergebnis rauskommt. Es kann ja eigentlich nichts passieren. Der ganze Behälter ist auf viel mehr Druck ausgelegt. Und hier ist auch ein Überdruckventil. Aber trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen und damit das wirklich auch richtig gut funktioniert, damit auch kein Wasser reinkommt hier, wenn zu viel drin ist. Und so weiter, wirklich auf die Mengen achten. Hier ist auch so ein Sticker drauf, wo das nochmal drauf steht. Kann man natürlich auch entfernen, wenn man das optisch nicht so schön findet. Aber ich würde es erstmal drauf lassen, wenn es eben im Unterschrank steht. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Zum einen sollte man jetzt das Ganze hier vorbereitet haben, damit man das gleich draufschrauben kann. Und zum anderen muss man das Ganze jetzt schräg halten und langsam einfüllen, damit nicht zu ruckartig das Wasser reinkommt und es nicht zu schnell reagiert. Weil wenn das zu schnell reagiert, kann es sein, dass sich Blasen bilden und das Ganze überschäumt. Und das wäre nicht gut, weil dann hat man überall den Schaum und dann kommt auch sofort Flüssigkeit in den Druckminderer rein oder in den Filter rein. Und man kann den gleich beim nächsten Mal sauber machen. Also dafür das Ganze hier so in 45 Grad schräg halten und das Wasser langsam einfüllen. Bisschen Angst habe ich. Und jetzt auch beim Zuschrauben schräg halten. Man merkt schon, dass reagiert und der Druck kommt. Und das Gute daran ist, dass jetzt, wenn es zu ist, sammelt sich da drin der Druck. Und jetzt kann man auch schon fühlen, das wird richtig kalt. Also es wird eiskalter und es kondensiert dann auch am Anfang. Das passiert aber nur am Anfang, wenn die Reaktion stattfindet. Also dann am besten irgendwo stehen lassen, wo es ein bisschen feucht werden kann, je nachdem wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, kann sich halt ein bisschen Wasser bilden und wenn das im Schrank steht, habt ihr Wasser im Schrank, das ist auch nicht so gut. Jetzt sollte man 10 bis 24 Stunden warten, wenn man es über Nacht wartet, ist es kein Problem. Ich werde jetzt das Aquarium die nächsten Tage starten, dann ist es auch kein Problem. Da sollte auch eigentlich der Druck erhalten bleiben, also auch wenn ihr jetzt befüllt und dann stehen lasst für 2-3 Wochen, sollte der Druck da drin da bleiben und nicht rausgehen, weil der Druck ist ja da drin festgehalten, also auch wenn ihr das Herz abdreht, sollte das kein Problem sein. Also hier kommt jetzt noch der Magnetschalter drauf. Hier ist ganz wichtig, das habe ich jetzt gerade vergessen. Wenn ihr jetzt aufdreht oder offen lasst, dann kommt hier schon das Gas raus. Also hier zudrehen bzw. dann den Blasenzähler einstecken. Dann hat man hier das Magnetventil. Und das Magnetventil lässt nur Gas durch, wenn hier Strom anliegt. Also wenn man das hier anschließt
und hier dann Strom anschließt, dann lässt sich hier CO2 durch. Das Ganze kann man jetzt auch noch mit Wasser füllen, am besten irgendwie Osmosewasser oder destilliertem Wasser, damit sich da drin jetzt kein Kalk bildet. Also jetzt wie gesagt ein paar Stunden warten, dann ist es einsatzbereit, man sieht da wieder Druck raufgehen, ich glaube es geht so auf ca. 40 Bar, dann ist sie einsatzbereit. Sie ist natürlich schon ein bisschen früher einsatzbereit, aber um das Ganze gut in Stand zu halten, sollte man es auf jeden Fall einmal stehen lassen. Und wichtig ist auch, dass man das Ganze nicht schüttelt und auf keinen Fall umlegt, weil wenn man es umlegt, dann wird ja der ganze Filter nass und dann sind die Trocknungsperlen nass. Und dann kann es sein, dass Wasser durch den Druckregler rauskommt und das ist nicht gut. Also wenn ihr die dann gefüllt habt, dann senkrecht stehen lassen, nicht schütteln, nicht drehen und nichts. Das ist echt krass, wie kalt das Ganze wird. Das Ganze ist ein komplettes CO2-Set, also mit Diffusor und mit einem Schlauch und allem, damit man es gleich verwenden kann. Aber ich finde, da fehlt eine Sache, und zwar der CO2-Drop-Checker bzw. CO2-Checker. AK hat dann einen eigenen rausgebracht, also den MyScape CO2-Checker, mit einer Testflüssigkeit, finde ich aber nicht so gut, dass da keiner dabei ist. Also da könnte ruhig einer dabei sein, vor allem für Leute, die das noch nicht so kennen und das erste Mal vielleicht eine CO2-Anlage kaufen. Die denken sich, ja, ist ein Komplettset, brauche ich gar nicht, und dann fehlt das. Und das ist natürlich wichtig, um den CO2-Gehalt im Aquarium zu überprüfen und einzustellen. Den finde ich auch gar nicht so schlecht, also schaut gar nicht so schlecht aus, werde ich auch verwenden im Aquarium. Und die Testflüssigkeit ist eine 20 Milligramm Testflüssigkeit, auf jeden Fall auch ausreichend für alles, was man so vorhat. Ist so zum Tropfen, bisschen schwieriger als mit einer Pimpette, aber geht auch gut. Dann gibt es aber noch etwas anderes, was optional ist, und das finde ich auch gut, dass es optional ist, weil man hat ja eh den Glasdiffusor, und zwar einen Edelstahldiffusor. Und ich glaube, ich werde den jetzt auch verwenden in dem Aquarium, weil ich den ganz schön finde. Ich finde auch den Glas ganz schön, aber finde irgendwie den aus Edelstahl ein bisschen schöner. Hier hat man einmal auch so wieder Saugknöpfe dabei und so ein Gummiband. Und der Edelstahldiffusor gefällt mir richtig gut. Also auch von der Länge passt er dann perfekt für das 45P, auch von der Höhe. Und hier ist auch wieder sein Quick-Fitting und das ist auch ein Rückschlagventil. Also das ist auch ganz praktisch, dass hier gleich das Rückschlagventil verbaut ist. Dadurch fließt das Wasser nicht so weit zurück und das CO2 geht schneller an in der Früh, wenn man das einschaltet. Also werde ich den dann wahrscheinlich verbauen. Ich glaube, ich habe auch noch einen Silikonschlauch von AK hier, einen grauen. Vielleicht benutze ich den, werdet ihr dann in den nächsten Videos sehen. Noch ganz kurz vielleicht zum Einstellen von CO2, falls ihr das noch nicht so genau am Schirm habt. Ich beleuchte meine Aquarien immer 6 Stunden am Tag, vor allem am Anfang, später aber auch, aber man kann später auch ein bisschen erhöhen. Und ich habe auch das CO2 immer, solange wie das Licht an ist, eingeschalten. Auch immer 6 Stunden, genau gleich. Man könnte es ein bisschen früher einschalten oder ein bisschen später und ein bisschen früher ausschalten, damit es halt zeitversetzt zum Licht läuft, damit der CO2-Gehalt im Wasser schon da ist, wenn das Licht angeht. Ist aber nicht so wichtig, also das ist nicht so relevant, das macht jetzt keinen großen Unterschied, kann man aber natürlich machen, aber einfacher ist, wenn es einfach auf derselben Zeitschaltuhr wie das Licht hängt. Und so habe ich es bei mir auch, 6 Stunden, und dann stelle ich das CO2 so ein, dass der Dropchecker grün wird. Es dauert immer ein paar Stunden, bis das Ganze sich verfärbt, und dann schaue ich über die nächsten Tage, wie das Ganze sich so verfärbt. Also wenn das Ganze dann nach ein paar Stunden, nachdem das CO2 angeht, grün ist, dann passt der CO2-Gehalt. Wenn das Ganze ziemlich schnell gelb wird, dann ist zu viel CO2 im Wasser. Wenn das Ganze erst ganz spät am Abend grün wird, oder gar nicht grün wird, sondern gleich blau bleibt, dann ist zu wenig CO2 im Wasser. Wie viel CO2 man da jetzt einstellen muss, also wie viel Blasen, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viel Oberflächenbewegung man hat. Hat man einen Skimmer, hat man viel Wasserbewegung und so weiter. Das ist immer so ein Punkt, was das ein bisschen beeinflusst. Deshalb würde ich da immer nach dem Dropchecker gehen. Und so schnell geht's. Also jetzt haben wir die CO2-Anlage gestartet. Ich werde den ganzen Rest der Technik dann auch noch montieren. Und im nächsten Video geht es dann um die Einrichtung. Also abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal.